Das ist das Goldene Band, die älteste Sportauszeichnung in Deutschland, 1927 zum ersten Mal verliehen. In den letzten Jahren vom Verband der Sportjournalisten in Berlin-Brandenburg regelmäßig verliehen. Und während man früher dieses Band für sportliche Leistungen verliehen hat, ist es jetzt eine andere Art. Es geht nämlich um das soziale Engagement von Sportlern, Sportlerinnen, Funktionären, Organisationen, Trainern. Nach dem Motto, wir geben was zurück, was uns der Sport beschert hat. 2015 war die Umstellung auf dieses soziale Engagement beim Goldenen Band. Und die erste Organisation, die das bekommen hat, war Welcome United. Vielleicht erinnern Sie sich daran, vom SV Babelsberg 03 ins Leben gerufen. Ein Fußballclub, der Flüchtlinge, Geflüchtete unterstützt hat und ihnen mit dem Fußball ein Gemeinschaftsgefühl gegeben hat. Mittlerweile gibt es diese Organisation gar nicht mehr. Aber 2016 hat Henning Harnisch dieses Goldene Band bekommen und völlig überraschend sitzt er jetzt hier bei mir. Henning, hallo. Hallo. Du hattest schon mal das Goldene Band, nämlich mit Alba 1998 bekommen, dann 2016 jetzt für die andere Art. Ich frage jetzt nicht, was wichtiger ist. Man muss die Dinge nicht immer vergleichen. Aber worüber hast du dich denn mehr gefreut? Ich glaube, das mit Alba wusste ich gar nicht mehr. Das andere ist mir total, ja, das ist hängen geblieben. Auch tief, weil es irgendwie, es war so ein Augenblick, der ganz gut zusammengefasst hat für mich, worum es mir auch selber ging in den Jahren vorher. Und dass halt Journalisten, also gute Leute, zu dem Punkt kommen und sagen, doch, das, was der und die machen, so das trifft diesen Geist, das war mir wichtig, auch der Abend selber. Und seit 2010 bist du jetzt Vizepräsident bei Alba Berlin. Nachwuchsarbeit ist das Stichwort, aber die muss ja so gut gewesen sein, dass eben der Verband der Sportjournalisten Berlin-Brandenburg gesagt hat, ja hier, da ist das Goldene Band. Was sind die wesentlichsten Punkte, die du seit 2010 hier bei Alba im Griff hast? Im Griff hast ist gut. Mehr oder weniger. Nee, man muss auch immer aufpassen, dass das, was man sagt, dass man sich und seine Arbeit nicht selber zu stark idealisiert. Aber ich glaube, was der Kern ist und was auch hoffentlich die Stärke ist, dass wir als Profi-Basketball-Club aus der Stadt, aus uns selber raus ein eigenes Kinder- und Jugendprogramm aufgebaut haben, also klassische Graswurzelarbeit gemacht haben und im Sinne der Nachhaltigkeit eigentlich in der Stadt was aufgebaut hat, so als Leuchtturm, wenn der Leuchtturm anfängt, darüber nachzudenken, wie man die Kinder anders und besser in den Sport holt, Mädchen und Jungen, wie man Vernetzung herstellt zwischen Kindergarten, Schule und Sportverein. Das ist, glaube ich, der Kern, verbunden mit einer neuen Idee, wie das alles nicht einer ehrenamtlichen Idee folgt, sondern man im Sinne von Bildung, Jugend, Soziales an einem neuen Arbeitsfeld sitzt. Das Arbeitsfeld ist Kinder- und Jugendsport. Und es geht um die Mitarbeit an den Bildungsorten als Grundlage dafür, dass man dann Wege findet, erfindet, die halt rausführen in den klassischen Sportverein, aber auch in einen neuen Sportverein, der mehr darüber nachdenkt, dass er ja eigentlich am sinnvollsten eine Wochenend- und Ferienorganisation ist. Ganztagsschule sagt, der Kern von Vereinsarbeit muss eigentlich an Schulen stattfinden. Ja, nun wissen wir ja schon seit Jahrzehnten eigentlich, dass es in Deutschland mit dem Schulsport nicht zum Besten bestellt ist. Welchen Einfluss hast du da? Ich bin großer Fan des Schulsports und es gibt natürlich tolle Sachen dort. So und solche, ja. Tolle Traditionslinien und überall, ob in West- oder Ostdeutschland, auch immer die, um die es geht. Also starke, gute, charismatische Sportlehrerinnen, die halt immer Pusher sind und daran arbeiten, dass mehr Kinder gerne Sport machen und auch immer wissen oder auch wussten, wo die örtlichen Sportvereine sind. Und das muss man sehr ernst nehmen. Und das stimmt, das geht schon lange so, dass die Dinge eher schlechter werden und immer weniger Lehrerinnen so eine Rolle einnehmen. Ich glaube auch, dass immer weniger Schulleitungen ein wirkliches tiefes Verständnis davon haben, welche Rolle der Schulsport in der Schulkultur spielt, wie das auch wichtig ist für eine Schulidentität. Und jetzt kann ich das von oben angehen oder aber, und das ist auch meine Art oder unsere Art, in so einer Vernetzung mit ganz vielen Leuten über Praxisbeispiele ranzugehen und zu gucken, wer hat ein Interesse daran, dass da auf der Grundlage von dieser deutschen Sportkultur im Schulsport neue Dinge passieren und dass die Leute sich auch neu öffnen Richtung Umfeld. Ne? Das heißt Kindergarten, weiterführende Schule als Grundschule, aber auch
Sportvereine. Du hast mal gesagt, vor 20 Jahren, du möchtest gerne in einer Jugendbewegung tätig sein. Ist das jetzt eine neue Art von Jugendbewegung, was du hier machst mit dem Nachwuchs? Man muss halt aufpassen, wenn man selber älter wird, ob das noch alles einen Sinn ergibt. Grundsätzlich geht es bei uns arbeiten so viele junge Leute, die so viel Spaß haben an der Arbeit. Das heißt, das ist deren Jugendbewegung. Und auf der anderen Seite ganz wörtlich, wenn wir mehr Kinder dauerhaft in den Sport bringen. Es geht nicht immer darum, dass alle gleich Profisportlerinnen werden müssen, sondern wie schafft man es, dass man, wenn man angefixt worden ist, dauerhaft drin bleibt. Das ist der eigentliche Charme. Und ich glaube, da sind wir an einem guten Weg. Aber ich glaube, gerade in der Arbeit mit den weiterführenden Schulen können wir noch ganz viele neue Sachen machen. Ihr arbeitet aber nicht nur mit Schulen zusammen, sondern auch mit Vereinen. Ne? Genau. Nicht nur in Berlin, oder? Mittlerweile immer schon eigentlich. Wir sind so sehr dialogorientiert. Das macht uns Spaß. Der Austausch auch international, auch um ja, zu lernen. Also die Grundlage von Lernen ist, man muss sich halt bewegen, wortwörtlich. Wir haben jetzt aber ein Projekt mit der Aurides-Stiftung, das heißt Sport vernetzt. Und da versuchen wir, unsere Idee deutschlandweit groß zu machen. Wir sind an 30 Orten tätig. Überall, große Vereine, kleine Vereine, immer im Zusammenhang mit Kita und Schule. Und gucken, dass wir da, wo Kinder nicht so privilegiert aufwachsen, gibt es ja leider in Deutschland fast 1000 Wohngegenden, wo das so ist. Also im Rahmen von soziale Stadt, das heißt jetzt sozialer Zusammenhalt. Und da versuchen wir tätig zu werden, Beispiele herzustellen und auf einer anderen Ebene in Austausch zu gehen. Und das Thema anders auch öffentlich werden zu lassen, weil wir glauben, dass da der Kern für eine neue Sportkultur steckt. Nun ist Alba bekannt für den deutschen Basketball. Seit Jahrzehnten, kann man ja jetzt schon sagen, du hast damals selber dazu beigetragen. Aber es geht ja nicht nur um Basketball, ne? Ihr kümmert euch eigentlich um ja, fast alle Sportarten für den Nachwuchs. Also ich selber bin Fan von allen Sportarten. Ich glaube, ich kann das echt so sagen. Ich finde selbst Kugelstoßen, irgendwas ist, das ist halt spezieller. Ja. So, aber ja, was die Spielsport angeht, sowieso. Aber ob das Tennis ist, ob das Rudern ist. Ich finde, jede Sportart hat ihren Reiz, ihre Kultur, ihre Orte. Uns geht es darum, welche Sportvereine haben an ihrem Ort Lust, sich auf diese neue Idee einzulassen. Und das sind unterschiedliche, vom Profi-Fußballverein wie Werder Bremen über Flensburg eben, Handball, das sind Mehrspartenvereine, Großvereine wie TK Hannover oder ASC Göttingen. Das ist halt ein großes, weites Feld. Und auf der anderen Seite arbeiten wir auch mehr mit einzelnen Schulen. Warum sollte ein Sportvereintreiber so von so einer Idee gehen? Die meisten Profis arbeiten an den Ganztagsschulen. Und so haben wir sozusagen ein Parallelwirken. Einerseits fragen wir und sammeln wir gute, fitte Sportvereine ein. TV Barob in Dortmund fällt mir gerade ein, noch Hagen Basketball, kreuz und quer. Und auf der anderen Seite gucken wir, welche Schulen haben denn schon so eine Kultur und wollen da auch eine Rolle spielen. Und wie kann man die zu Vorbildern machen, dass andere Schulen sich auch so entwickeln, vielleicht ihr Schulprogramm umschreiben und anders über Sport und die Rolle vom Sport nachdenken. Der Sport besteht ja sehr oft aus Zahlen. Nicht? Man misst ja fast alles in Zahlen, die Leistungen und so weiter. Hast du ungefähr eine Vorstellung, wie viele junge Menschen du in den letzten 10, 12 Jahren fast schon über diese Art Projekte in den Sport gebracht hat und wie viele auch dabei geblieben sind? Mhm. Ungefähr. Genau, da wir Mannschaftssportler sind, ich kann nicht von mir anfangen. Ich habe da gar nicht so viel direkt gemacht. Aber bei uns arbeiten rund bei Alba 120 Trainerinnen. Die Hälfte von ihnen hauptberuflich. Kern der Arbeit ist immer Zusammenarbeit mit Bildungsorten. Und wir sagen immer, wir erreichen jede Woche rund 10.000 Mädchen und Jungen, die definiert sind darüber, dass sie mindestens einmal in der Woche eine Alba-Trainerin als Gegenüber haben. Wie viel das dann in der Summe sind, weiß ich nicht. Ich finde es immer toll. Wir haben ja beispielsweise jetzt FSJler, die bei uns ihr freiwilliges soziales Jahr machen, die bei uns aufgewachsen sind. Es werden halt mehr, die jetzt älter werden. Das finde ich halt das Schöne. Also Leute, die halt, das kennen wir alle, die halt dabei geblieben sind. Und man weiß, man war ein Teil von einer Kindheit und Jugend. Das ist gar kein großes Thema, aber darüber muss man echt nachdenken. Wie ein Sportverein neben Bildungsort und Elternhaus so ein wichtiger dritter Ort zeigen kann, der für jede Biografie einen extremen Wert hat. Wir denken natürlich auch ein bisschen an das soziale Engagement in dieser ganzen Szenerie. Alba ist in Berlin,
Stadt bekannt, natürlich in ganz Deutschland bekannt durch die Erfolge. Welche sozialen Brennpunkte gibt es denn aus deiner Sicht, wo dieser Sport den Jugendlichen weiterhelfen kann? Ich glaube generell Sport wie auch Kunst, Musik, Theater, Tanz, all das gute Zeug kann überall helfen. Ja. Ich glaube, dass wir das zu stark Zufälligkeiten überlassen. Mein Lieblingsbeispiel ist immer, wir haben eine Neunklässlerin kennengelernt in Frankfurt an der Schule im Sportunterricht und die war witzig, pfiffig. Und wir haben dann am Ende, habe ich gesagt, komm, wir machen jetzt mal ein Mannschaftsfoto. Die Mädchen, stellt euch mal auf, ihr seid gerade Fußball-Weltmeisterin geworden. Wie würdet ihr gucken? Die waren top. So, und dann habe ich sie gefragt, sag mal, gibt es bei dir an der Schule darstellendes Spiel? Und dann hat sie gesagt, nö. Und hast du schon mal Theater gespielt? Nein. Dann frage ich mich immer, was wäre denn, wenn das Kind ab der ersten Klasse in sowas reingewachsen wäre? Ne? Und ich finde, das nehmen wir nicht ernst genug. Und da gibt es auch keine wirkliche Lobbyarbeit für. Das probieren wir gerade. Ich glaube, überall. Und Basketball ist ein guter Sport, der ist einfach und der macht halt eigentlich allen Spaß immer. Einfach andere Perspektiven aufzeigen, ne? Nicht genau. Nur so das Eingefahrene, was man genau. Eigentlich schon so kennt. Mhm. Ja, genau, und der Kern von allen, weil du soziale Arbeit ansprachst, ich glaube, der Schlüssel für eine Perspektive im deutschen Sport, gerade für solche Nachbarschaften, ist, dass man Sportverein und soziale Arbeit und Ganztag als eins denkt und an neuen Berufen arbeitet, weil das Ehrenamt wird das nicht schaffen. Das denke ich auch, dass das sehr schwierig wird. Nun haben wir gerade, wir haben sie noch nicht ganz hinter uns, aber die Pandemie hat uns ja mehr als 2 Jahre lang mehr oder weniger stark beschäftigt. Welchen Einfluss hatte die Pandemie auf deine, auf eure Arbeit? Einerseits wie alle, wir konnten halt unserer normalen Arbeit nicht nachgehen. Andererseits waren wir sehr schnell da mit etwas als Ausgleich. Wir haben die tägliche Sportstunde erfunden, so ein Fitness-Thema zum Mitmachen. Ziemlich professionell gemacht eigentlich und wir waren da irgendwie die Ersten. Und dann haben sich alle auf uns gestürzt und 2 Jahre lang waren wir extrem populär damit und konnten eine super Rolle spielen. Also ein komisches Paradox. Auf der einen Seite war es nicht richtig, aber wir haben was anderes gemacht. Wenn ich jetzt durch Deutschland reise, sprechen mich immer alle drauf an. Das ist wie so eine Visitenkarte. Und das ist natürlich gut. Und dadurch konnten wir auch mit staatlichen Mitteln jetzt einen digitalen Lernort bauen, die Albathek. Das gab es früher auch noch nicht, wo halt Lehrkräfte, Trainerinnen, Erzieherinnen, Lehrerinnen mit arbeiten können. Ansonsten sind wir, anders als die meisten, sehr gut aus der Pandemie rausgekommen. Uns hat niemand verlassen. Aber vielleicht auch deswegen, weil wir professionell aufgebaut sind und halt Leute hatten, die sich trotzdem gekümmert haben. Breit aufgestellt. Ja. Insgesamt. Wie finde ich die Albathek? Finde ich die im Netz? Ja, einfach Albathek kommt. Kann jeder googeln. Genau. Ist auch, kostet nichts. Ja. Das war auch uns auch sehr, sehr wichtig. Letzte Frage. Auch aufgrund der Ehrung mit dem goldenen Band. Hattest du denn das Gefühl, du bist so eine Art Vorbild jetzt für viele Menschen? Ohne Selbstbeweihräucherung natürlich, sondern ganz ehrlich, ein bisschen schon. Ich sehe das selber so. Also für mich war das wichtig. Ich kann dir das nicht gut erklären. Ich finde es gut, dass es diesen Preis gibt. Ich finde es gut, dass Sportjournalisten auch gerade diesen sozialen Aspekt in den Mittelpunkt rücken, weil ich selber glaube, dass da das große Thema liegt. Und da brauchen wir ja Leute, die da mitarbeiten. Wenn ich da eine positive Rolle spielen kann, finde ich das gut. Super. War nicht abgesprochen übrigens, diese Antwort. Vielleicht kriege ich es dann nochmal. Ja. Wer weiß, schauen wir mal. Es ist nirgendwo festgeschrieben, dass man das nicht dreimal bekommen kann. Ja, vielen Dank, Henning Harnisch. Ich sage Ihnen noch, wenn Sie sich für das Goldene Band interessieren, und ich hoffe, dass Sie sich dafür interessieren, das gibt es natürlich auch im Netz, ne? dasgoldeneband.de kann man jederzeit nachgucken. Da sehen Sie auch alle Preisträger, die es überhaupt jemals gab. 1927 wohlgemerkt ins Leben gerufen, übrigens im gleichen Jahr wie der Verband Deutscher Sportjournalisten. Und beides in Berlin, da wächst zusammen, was zusammengehört sozusagen. Und wenn Sie schon eine Idee haben, wer Ihrer Meinung nach denn ein würdiger Preisträger wäre, also ein Nachfolger von Henning Harnisch und all den anderen genannten, ich sag mal, Harald Schmidt war dabei, Ines Geipel war dabei, zuletzt die Street Football World, Henry Maske, das sind alles Persönlichkeiten, Organisationen, die mit dem goldenen Band schon geehrt werden. Schreiben Sie mir einfach eine Mail. Ja, früher schrieb man Postkarten, heute schreibt man Mails. Laser@sportjournalist.de und Laser schreibt man bekanntlich mit 2 A.